Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1 Director's Cut. Und ja, willkommen zum großen Finale. Wir waren beim letzten Mal hier in B4 angekommen, haben dieses eklige Tyrant-Ding platt gemacht. Oh mein Gott, Leute. Sind jetzt hier im Labor. Und das war das, was die hier so geheim gehalten haben. Die Geräusche hier, die hören sich ziemlich gruselig an. Und genau, wir haben Tyrant erstmal ohnmächtig geschossen. Hier war der Tyrant drin, Leute. Und Barry, da liegt Barry. Es sieht wie das Kontrollterminal aus für diesen Raum. So, Barry! Barry? Barry? Komm, Barry! You're alive! I'm really embarrassed. I was clumsy. Let's get going. Alles gut, Barry. Wir haben dir mal wieder den Hintern gerettet. Was machst du denn da? Moonwalk! Machst du einen Moonwalk? Er macht einen Moonwalk. Na ja, gut, okay. Er will seinen Abstand haben. Er ist halt Corona-konform, ne? So, Leute. Jetzt heißt es einfach nur hier raus. Aus diesem ganzen Areal hier. So. Alles klar. What happened to Wesker? Wesker must have set it off. There's not much time left for us. Oh ja, Leute, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Wesker hat diesen Scheißalarm hier aktiviert. Und dieses Auslösesystem da im Energieraum. Okay, Leute. Die Mucke geht hier auch ziemlich geil ab, muss ich sagen. Los geht's. Alles klar. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Wir müssen noch einmal da zurück. Erwartet mal. So. Allerdings, Barry. Wo bist du auf einmal hin? Wir müssen erstmal hier zurück in diesen Energieraum, weil ich möchte euch was zeigen, Leute. Ich möchte euch einmal nochmal was zeigen in diesem lauten Energieraum. Ach nee, ist gar nicht laut. Okay, gut. Laufen jetzt hier wieder die Viecher rum? Nee, okay. Wo ist das Auslösesystem? Ich möchte euch was zeigen. So. Ich weiß, die Mucke hier, die macht hier so den Eindruck von wegen abhauen und alles, aber nein, ich möchte euch noch vorher noch was zeigen hier. Ich finde den Alarm hier so stylisch irgendwie. Ja, die sagen, wir sollen hier rausgehen und alle evakuieren. Die Durchsage, ja. Aber. Und dass das Auslösesystem aktiviert wurde. So, aber ich möchte euch erstmal, wie gesagt, noch was am Auslösesystem zeigen. So, liebe Freunde. Dann gehen wir mal auf ins große Finale hier. Hier unten da war das doch. War das nicht hier? Oh Gott! Da war noch so ein Ding. Und das Ding hat Wesker getötet. Was ein scheußlicher Tod. Zumindest hat es jetzt erstmal den Anschein, als ob Wesker tot wäre hier. Wesker hat sich also nicht gegen dieses Ding durchgesetzt. Alles klar. Das war das, was ich euch zeigen wollte. Wartet mal, ich habe da noch eine andere Idee. Können wir das nicht irgendwie hier deaktivieren? Geht das nicht? Na komm. Trigger System Activation Admitted, ja. Das ist jetzt der Notfall. Der Notfall wurde ausgerufen. Und alle Blockaden würden geöffnet. Deaktivierung unmöglich. Ja, okay, Leute. Das heißt, wir müssen hier raus. Und zwar durch den Notausgang, den wir am Anfang des Labors gesehen haben. Ja, liebe Leute, da liegt Wesker. Allerdings kennt ihr wahrscheinlich die neueren Teile von Resident Evil und wisst, dass Wesker da noch lebt. Ne? Das heißt also, scheinbar hat er es irgendwie überlebt. Wie, weiß ich jetzt auch nicht, aber er hat es wohl irgendwie überlebt. Alles klar. Und wir müssen jetzt noch was machen. Und zwar, wir dürfen eins nicht vergessen. Um Gottes Willen, wir dürfen Chris nicht mehr vergessen.
Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal hin. So, raus hier, los. Raus aus diesem Labor, bevor das alles hier in die Luft fliegt. Finalzeit hier. Was? Jetzt sind die hier. Boah, sind die schnell. Ja, den muss ich ja nicht kaputt machen, ne? Alter! Oh! Boah, die sind so eklig, Leute. Aber wir haben's. Sehr gut, Leute, wir haben's. So, Freunde. Nein, stopp! Bevor wir hier rausgehen, ja, das sind normale Zombies. bevor wir hier rausgehen, genau, da habe ich auch gerade von gesprochen, ich Idiot. Also wirklich. Wir müssen nochmal hier rein, wir müssen Chris noch befreien. Weil durch dieses Auslösesystem sind alle Schlösser offen. Das heißt, auch dieses Schloss hier bei Chris ist offen. Alles klar. Hol ihn raus da, Jill, los. Hol ihn raus aus seiner traurigen Zelle da. So, Chris, komm raus. Sehr schön. Alles klar. Cutscene. Oh, Jill! Sorry for keeping you waiting. So, everything is done? Well, almost, yes. Now let's go. Ach, diese Musik ist einfach so geil. So, in dem Raum da ist auch nichts mehr. Und wir haben Chris bei uns, Leute. Wir haben Chris Redfield bei uns. Und Hallöchen, Kollege. Machst auch einen Moonwalk. Und ja, das heißt, wir müssen erstmal hier raus. Wir müssen jetzt definitiv hier raus. Zusammen mit Chris. Was machst du denn? Let's go. Ja, ist ja gut. Wir gehen ja. Chris. Ganz cooler hier. So, dann gehen wir dem mal nach. So, zack. Jetzt aber wirklich, Leute, raus hier. bevor ihr alles in die Luft fliegt. So, hier oben müssen wir jetzt hin. Tschüss, Labor. Wir werden dich nie wiedersehen. Und ja, Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid bei Resident Evil 1. Und die normalen Zombies werde ich jetzt hier mit platt machen. Ich habe ja genug Buddy. So, Bams! Bams! So. Normale Zombies, ey. Ihr könnt mir gar nichts mehr hier. Wurzelzombies. Gut. Alles klar, Freunde. Dann müssen wir jetzt echt raus hier. Chris. Let's go. Ja, ist ja gut. Ich komme dir ja gleich nach. Aber ich möchte einfach noch mal kurz an die Kiste, wenn ich darf. So, weil jetzt müssen wir nämlich aufpassen. Und zwar, die habe ich gar nicht gebraucht, ne? Die habe ich gar nicht gebraucht. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Heilungen. Und zwei freie Plätze. Weil es kommt gleich noch was wir brauchen an freien Plätzen. So, Heilungsspray werde ich nicht benutzen. Was ist das denn? Was ist das denn für eins? Check. Wir müssen uns jetzt nämlich für das Finale vorbereiten. Grün, blau und rot. Achso, nee. Das brauchen wir nicht. Ich glaube, diese blauen Kräuter hier, die haben wir gekriegt, weil diese Dämonenviecher, weil die halt vergiftet haben. Ne? Ich glaube, das war so, ja. Doppelgrün haben wir noch. Ja, zur Not mische ich mir nochmal eins zusammen. Ja. Oh, so viele Grüne. Dann nimm noch das Doppelgrüne mit. So, Leute, ich will euch ja nicht unnötig auf die Folter spannen. Wir brauchen zwei Vollheilungen, das ist schon mal sicher. Kombinieren. Ja. Alles klar, das sieht doch gut aus. Warte mal, wartet mal. Einmal nachladen alles. Oh Gott, wir haben nur noch 14 Magnumschuss. Kann das denn sein? Kann das denn sein? Wartet mal. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Scheiße. Wartet mal. Boah, die Mucke, die macht mich so nervös hier, ey. Habe ich keine Magnumschuss mehr?
Nee, tatsächlich. Okay, tatsächlich. Ich habe auch nur 13 Schuss von dem... Komm, nimm die Flammenwerfer mit. Ich weiß es halt nicht, ne, ob ich da jetzt noch was brauche. So, Leiter, hoch da, los. Raus hier. So schnell wie möglich raus hier. So, Leute. Barry, bist du da? Da ist Barry, sehr gut. Ja, lass nur die Frau vorgehen, Barry. Ist okay. Alles klar, Leute. So. Auf ins große Finale hier. Kommt, Leute, dann lasst mal die Frau zuerst marschieren. Alles klar. Oh! Ja, Leute, das war Brad, unser Hubschrauberpilot. Und, ja, Labor B1. Und wir sehen tatsächlich, wir haben einen langen Gang. So, Leute, dann kommt mir dann mal nach. Seht ihr das? da wollten sie uns nochmal verarschen hier mit einem Inventarplatz. Genau deswegen musste ich noch einen freilassen. Genau wegen dieser Batterie. Alles klar. Dann, da muss die Batterie rein. Die Batterie wurde rausgezogen. Ja, wer hat die denn da rausgezogen? Mensch. Alles klar. Leute, wir haben einen Countdown. Ladies first. Go first, Jill. But Chris, give me a chance to play nice guy. Okay, I leave it up to you. So you get the heliport. Alles klar, Leute. Wir haben einen Zeitcounter laufen. In 3 Minuten fliegt das alles hier in die Luft. Hallo? Der Counter läuft runter. Okay, Leute, alles klar. Finale. Finale, okay. Die Musik und der Alarm ist aus. Alles klar. Umrüsten. Da liegt eine Kiste, ganz schnell. Seht ihr das? Signalfackel. Okay, Leute. Ah, da ist noch was. Scheiße. Da ist noch was drin. Oder? Nee, nein. Okay. Okay. In die Mitte des Heliports. Signalfackel. Wir müssen Brad holen. Unseren Helikopter. So. Brad. Sehr gut, Leute. Sehr, sehr gut. Da ist unsere Rettung. Oh mein Gott. Unsere Rettung. Alles klar. Sehr schön, Leute. Brad ist da. Aber schaut mal. Da ist der Tyrant. Und der ist nicht gut gelaunt. Wir müssen erstmal gegen den kämpfen hier. So, los. Und rennen. Und lauf. Oh. Der Tyrant, der ist so krass, Leute. Und? Gelb, okay. Der macht gar nicht so viel Schaden. Okay, und lauf! Boah! Boah! Um Himmels Willen! Rot, okay. Wir sind rot. Bosskampf hier. Aber man kann den... Ah, okay. Amazone, ja klar. Oh! Hey, nein, 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 nein! Um Himmels Willen. Oh, lass mich das aufsammeln. Was ist das? Schaut mal. Ein Raketenwerfer. Okay. Lass mich jetzt ins Menü. Rüste den aus. Und schieß drauf! Kabam! Weg ist er. Sehr schön.
Die Amazone hat's gepackt. Sehr gut. Was kommt jetzt? Wir haben das Ding erledigt. Ja. Ja, liebe Leute, das war das perfekte Ending. Glaube ich zumindest, ne? Oh, die Mucke ist geil. Hört euch die an. Die Mucke ist so geil. Ja, liebe Leute, wie gesagt, das war das perfekte Ending. Wir haben alle gerettet. Barry lebt noch, Chris lebt noch, wir leben noch. Nur mit Wesker die Sache, ne? Das ist ein Mysterium für den Moment. Aber wie gesagt, ich glaube, das wird in neueren Teilen aufgelöst. Und ihr seht da nochmal links da im Hintergrund. Seht ihr da nochmal die ganzen Orte in dem Spiel, wo wir da waren. Ach, liebe Leute, Resident Evil 1 ist einfach so geil, so ein geiles Spiel, oder? Ist das nicht geil? Und genau, liebe Leute, dann würde ich sagen, möchte ich mich mal bei allen Kommentarschreibern auch bedanken, die dieses Spiel hier mit mir zusammen erlebt haben. Es ist wirklich grandios gelaufen. Und ja, da wäre zum einen der gute PS-Gamer. Ja, der hat auch immer fleißig kommentiert, finde ich super. Vielen Dank, dass du dabei warst und ich hoffe, dass du auch beim zweiten Teil dabei sein wirst, den ich hier nachspiele. Und ja, vielen Dank und dann gehört natürlich der Flying Dragon Games dazu. ja, er kommentiert auch jedes Video und war auch mit Spannung dabei. Finde ich super. Und ja, auch du sei gegrüßt an dieser Stelle. Und die Zocker-Omi, ja, die war auch bei jedem Part dabei, hat immer schön kommentiert, Daumenschäumchen gegeben und auch gute Erinnerungen an dieses Spiel gehabt. Finde ich auch geil, dass du dabei warst und der Skipper fehlt noch, 226. Oh, schau mal, geiles Bild von Jill. Der Skipper 226 ist noch dabei gewesen. Auch an dich, vielen Dank dafür, dass du es zugeschaut hast. Du hast auch immer so interessante Background-Stories gegeben, finde ich super. Und ach, mit euch, Leute, das macht einfach so viel mehr Spaß, als es eigentlich allein zu zocken. Und ja, vielen, vielen Dank an euch alle. So, jetzt haben wir hier ein sexy Bild von Jill. Sieht echt gut aus. So, wir haben das Spiel in 6 Stunden durchgespielt und nur 3-mal gespeichert, weil ich halt mit einem Emulator gespielt habe. Gut, was kommt hier noch? Schaut mal da. Wir haben den speziellen Schlüssel erhalten. Ja, und um da diesen Schrank da zu öffnen im Herrenhaus. Ja gut, aber da, Leute, da werde ich jetzt nicht mehr reingehen. Ich kann es euch sagen, was da drin ist. Da ist, sind Kostüme drin. Genau. Da sind Kostüme drin. Und ja. Liebe Leute, das war's mit Resident Evil. Ganz genau. Und ja, Schlusswort quasi noch. Ich werde ab nächster Woche den zweiten Teil spielen. Dann womöglich sogar auf Deutsch. Muss ich nochmal gucken. Aber ich hoffe, dass ich jetzt tatsächlich eine deutsche Version in Händen halte. Und ja. Ach Gott, das wollte ich doch gar nicht. Hallo.
Hallo. Ja gut, dann sag ich schon mal, ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, liebe Leute. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ich würde sagen, schönen Abend oder schönen Tag, ne? Tschüss.